Speaking of Kino, wir haben ja gesagt, als quasi Aufhänger, wollen wir uns Schauspieler bzw. generell Filmemacher anschauen, kurz, die so bei uns im persönlichen Ranking dastehen, wo man sagt, wenn man diesen Namen irgendwo sieht, auf einem Kinoplakat oder in einer Ankündigung, da ist man sehr, sehr gewillt, ins Kino zu gehen, weil wir gerade letzte Woche ja damit reingestartet sind, inwiefern ist Kino überhaupt noch relevant, inwiefern holt uns Kino noch ab. Und das ist ja zumindest, was mein eigener Zugang zu Kino ist. Es gibt einzelne Namen, wo ich sage, die können grundsätzlich, weiß ich nicht, da kann mir das Konzept noch so widerstreben, aber der Name allein ist schon was, wo ich sage, okay, das schaue ich mir an. Gibt es da bei dir, ist dir da irgendein Name sofort eingefallen, wo du sagst, naja, der auf jeden Fall, der zieht mich. Wurscht, was der macht. Jetzt, wo du die Einleitung so wunderschön wiedergegeben hast für das Thema, muss ich sagen, mir ist spontan sogar ein Schauspieler eingefallen. Nämlich niemand geringer als Daniel Craig, aka James Bond. Nämlich Ah, tatsächlich. kennt man Daniel Craig halt hauptsächlich oder eigentlich ausschließlich aus den James Bond-Filmen. Und wenn ich dann, wann war das? Ich glaube 2019, das Kinoplakat oder den Trailer für Knives Out sehe und er da den Detektiv gibt, dann bin ich da schon sehr gespannt, was das kann oder was er an einer anderen Rolle kann. Wird dir jetzt auch fortgesetzt, gell? Hast du das Genau, gehört? Teile 2 und 3 sollen, glaube ich, nächstes Jahr auf Netflix erscheinen. Genau. Genau, bist du narrisch. Und jetzt ist der erste für den zweiten Teil sogar schon der Cast bekannt gegeben worden. Und Ja, das ist ja, der hat es bist in du, sich. also, wow. Wow, Und ich bin ein also. großer Fan von Knives Out gewesen. Ja, Du ja same nicht here. so sehr, oder schon? Okay. Ja, Fan. Also meine liebe Frau war ein größerer Fan davon. aber ich habe schon noch so das ein oder andere gehabt, wo ich mir gedacht habe, okay, beim zweiten Teil kriegst du es dann noch besser hin. Aber das war auf jeden Fall das Näheste, was man in letzter Zeit so zu Agatha Christie hinkriegt hat. Und ich habe es irrsinnig cool gefunden, dass es möglich war für den Herrn Johnson, nach diesem Star Wars Debakel sich ein bisschen zu rehabilitieren, zumindest Absolut, absolut. in dem Auge. Und das ist super. Finde ich Ja, ganz, ganz toll. Finde ich ganz komplett. toll. Ich muss sagen, Regisseure, die für mich so fürs Kino stehen, ich meine, da kann man jetzt natürlich genau die gleichen hernehmen, die man wahrscheinlich eh überall hört. Ja, das ist klar. Von Nolan angefangen, Ja. über das ist eh logisch. Wenn ich für Schauspieler ist, ein bisschen diffiziler bei mir. Aber bei mir wird es höchstwahrscheinlich Tom Cruise sein, Wirklich? denke ich Okay. mir. Ja, Ja, keine der Überraschung kann, eigentlich. Ja. ja, der kann machen, was er will. Er ist einfach echt. Ich meine, ich bin generell ein Mensch, der sich selber immer daran definiert, dass er Privates und Berufliches recht gut trennen kann voneinander. Weil sonst wäre das ein Problem an der Stelle, tatsächlich. Aber ich finde einfach, wenn es um Filme machen geht und um Präsenz vor der Leinwand, auf der Leinwand, dann das ist einfach einer, der sich auch nicht zu schade ist, einmal mutig zu sein in seine Rollenwahlen. Ja, der macht relativ viel einfach. Und der ist, man, wie alt ist der jetzt? 6, 57, glaube 60, glaube ich sogar schon. Oder geht auf irre! die 60 zu, irgend Ist ja sowas. irre! Ja. Also irgendwas machen Scientologen richtig, gell? Und damit. Wow. So fangen wir an. Damit, zweite Episode. Cinema Paradiso, der UTSS-Filmpodcast mit Martin und dem Sevi aus Graz. Grüß euch. Danke, dass ihr auch beim zweiten Mal wieder einschaltet, noch immer dabei seid. Und wir haben heute für euch eine recht spezielle Episode und zwar eine sehr persönliche Episode. Jetzt haben wir zum zweiten Mal treffen wir uns jetzt da vor dem Mikro. Und es wird einfach ein bisschen Zeit, zumindest habe ich mir das so ein bisschen vorgestellt. Wenn man so ein Projekt startet, dann ist es, glaube ich, dann geziemt es sich, ein bisschen persönlich zu werden und ein bisschen ja, Dinge vielleicht zu verraten oder über Dinge zu sprechen, die man sonst so nicht unbedingt raushaut. Und da gibt uns ja die Plattform Film gute Möglichkeiten. Wir werden heute sehr persönlich, gell? Ich hoffe, du bist gut eingestellt für das. Freue mich drauf, freue mich drauf, die auch Super. besser kennenzulernen, Martin. Ja, same here, same here. Wir haben, bevor wir das machen, wollen wir ganz kurz noch über zwei Filme sprechen. Bevor wir das allerdings machen,
Wir haben schon vorher ganz kurz gequatscht. Es war bei mir, muss ich sagen, weil wir immer, weil wir gesagt haben, wir starten trotzdem damit, dass wir über Sachen sprechen, die wir kürzlich erst gesehen haben, ob es da irgendwas zum Ergänzen gibt oder irgendeine Empfehlung vielleicht oder so. Es war für mich tatsächlich jetzt eine Woche, wo recht wenig gelaufen ist, muss ich sagen. Erstens, du warst es, ich habe am Freitag einen Business-Termin in Wien gehabt, auf den ich mich sehr gut vorbereiten habe müssen, deswegen wenig Zeit gehabt für Filme. Habe aber, wie ich dann zurückgekommen bin, am Abend noch Army of the Dead mir reingezogen, vom Zack Snyder auf Netflix. Den habe ich mir angeschaut und ansonsten, muss ich ganz ehrlich sagen, war die Woche echt ruhig. War nichts dabei. Bei dir? Geht mir nicht anders, Martin. Der einzige Film, der wirklich aktuell und neu ist, war nämlich auch der schlechteste, den ich dieses Jahr gesehen habe. Du weißt genau, von welchem ich rede. The Woman wir in the Window. Wir sprechen gleich darüber. Ja. Kommen wir drauf zu sprechen, glaube ich. Und einen anderen Film, den ich gesehen habe, war ein Klassiker aus dem Jahr 1970. Natürlich war da wieder meine Mama verantwortlich dafür. Sonst würde ich das ja nicht schauen. Bin ich ehrlich. Nämlich M.A.S.H. Kennst du den? Ja, sicher. Okay. Ja. Wie kommt man auf den Film jetzt genau? Lieblingsfilm von der Mama. Es war Muttertag und das war ihr Wunsch. Okay. Und ist dein Lieblingsfilm von der Mama? Sie hat sich ja Kritik gewünscht und das habe ich ja natürlich gerne erfüllt. Und der Film war sehr unterhaltsam. Also kann man gar wenig sagen. Natürlich nicht mehr wirklich der heutigen Zeit gerecht, muss man auch ehrlich zugeben, aber ja. Auf jeden Fall hat er mich humoristisch total erwischt und der Donald Sutherland kann auch machen, was er will, kommt mir vor. Der kann auch jetzt mit 88 oder wie alt er immer ist, der ist noch immer ein mega Schauspieler und für mich absolut unterschätzt. Schon immer gewesen. Aber M.A.S.H. Also wirklich verdient, also zu Recht ein Klassiker. Auf DVD geschaut oder auf Streaming oder habt ihr denn irgendwo, wo findet man den? Ich glaube, ja, es war auf DVD und ich glaube, auf Streaming gibt es den gar nicht gratis zu schauen. Aha. Deswegen, genau, ja. Ja, cool, wow, genau. M.A.S.H., Klassiker. Bist du, was Klassiker angeht, bewandert an sich? Weil du bist ja jetzt, ich meine, man darf das ja an der Stelle ja fast nicht sagen, gell, wie viel du jünger bist wie ich, aber doch ein bisschen. Ja, es ist grauenhaft. Du bist ja noch nicht so lange im Filmliebhaber. Bist du, was Klassiker angeht, schon etwas, holst du langsam auf? Oder ist das was, wo du sagst, nein, das kommt dann schon mal rechtzeitig genug? Ich bin absolut offen für Klassiker, auch für Filme aus den 30ern, 40ern. Die bin ich schon sehr gespannt, die alle zu sehen, von Casablanca, vom Winde verweht, wie sie auch alle heißen. Bin ich schon sehr gespannt, auch wenn sie ewig lang sind. Ja, aber Casablanca ist nicht so lang, der schaut sich gut weg. Gar nicht, gell? Ja. Aber vom Winde verweht, die Länge macht mir ehrlich gesagt schon Sorgen. Aber so Klassiker aus den 70ern, 80ern habe ich schon einige gesehen. Also natürlich, weil vor allem in den 70ern gibt es ja, das ist ja Wahnsinn. Das ist für mich die beste Filmdekade überhaupt. Allein mit den zwei Patenfilmen. Ich würde nicht sagen, dass ich bewandert bin. Dafür bin ich einfach, wie du gesagt hast, noch zu kurz dabei. Ja. Aber das kommt schon noch irgendwie, glaube ich. Okay. Hoffe ich. Okay. Ja. Bade, welchen magst du lieber? Eins oder zwei? Eins, tatsächlich. Oh. Ja. Okay. Ja. Okay. Ich weiß, viele widersprechen mir da, aber Marlon Brando in seiner letzten großen Rolle ist schon, ein Hammer. Ja, das stimmt schon. Das ist schon irgendwie richtig. Okay, hey, du hast jetzt eine wunderschöne Rutsche gelegt. Den möchte ich gleich quasi aufgreifen. Nämlich, du hast gesagt, du hast den schlimmsten Film des Jahres gesehen. Ich habe den ja auch gesehen, ein bisschen vor dir. Du hast mir dann eine Nachricht geschickt mit der ungläubigen Nachfrage, hey, war der wirklich so schlecht? Und ich dann gesagt habe, ich weiß noch nicht so wirklich, wohin ich soll damit. Die hat dir besser gefallen als mir, glaube ich. Von der Wertung her wahrscheinlich schon. Ja. Zumindest könnte man das glauben, weil du hast ihm weniger Punkte gegeben wie ich auf Letterboxd. Ja? Das stimmt. Aber ich habe vor längerer Zeit schon, wie ich meinen Kanal gestartet habe, einmal ein Video raufgestellt, wo ich meine Punktewertungen erklären kann. Und die Punktewertung, die der Film gekriegt hat, habe ich damals bezeichnet mit der schlimmsten, den man kriegen kann.
Das ist nämlich die Wertung, wo mir ein Film wurscht ist. Und das ist ganz schlecht. Der mit mir so, was, der mit mir so nichts macht. Ja. Der, wo ich mir einfach denke, naja, er ist halt da. Und jetzt sprechen wir kurz drüber. Nämlich The Woman in the Window auf Netflix mit Amy Adams in der Hauptrolle von Joe Wright. Den Mann hinter Die dunkelste Stunde, hinter Wer ist Hannah, hat er gemacht. Stolz und Vorurteil hat er gemacht. Anna Karenina hat er gemacht. Abbitte. Also das ist... Ja. Atonement hat er auch noch gemacht. Genau, Atonement. Abbitte. Genau. Ja. Also genau, und das ist genau das, wo man ja sagen muss, Joe Wright ist ein Filmemacher, der, also das ist für mich der Inbegriff von Hit and Miss. Also absolut. Der hat ganz, ganz Großartiges. Atonement beispielsweise. Und halt echt... Bleh. Also ich kann mit Stolz und Vorurteil, ich kann mich noch erinnern, ich habe den sogar damals im Kino gesehen. Mhm. Ich war Stolz und Vorurteil im Kino damals, damals bin ich ins Borg gegangen, in Lienz, und den haben wir in Englisch, sind wir da ins Kino gegangen mit der Klasse, kann ich mich erinnern. Und ich weiß nicht, war ich da einfach nur nicht die Zielgruppe oder keine Ahnung, aber ich finde den ja absolut indiskutabel. The Woman in the Window. Handlung ist, glaube ich, schnell zusammengefasst, oder? Also es ist das Fenster zum Hof, Part 2. mit einer Dame, die an Agoraphobie leidet. Das heißt, sie kann ihr Haus aufgrund dieser Erkrankung nicht verlassen. Und beobachtet aus dem Fenster, aus der Nachbarwohnung, eine Straftat, eine Gewalttat. Ja? Und keiner glaubt ihr. So. Das ist ein altes Konzept, basiert auf einem Bestseller, von dem ich bis zum Zeitpunkt, wo ich den Film gesehen habe, noch nichts gehört habe. Ich weiß nicht, ob es bei dir anders ist. Same here, nein. Spricht für die Qualität. Ja. Aber jetzt ohne was zu unterstellen, um Gottes Willen. Fangen wir positiv an. Gibt es irgendwas bei Woman in the Window, wo du sagst, das hat dir trotzdem gefallen? Also trotz deiner Punktewertung. Schau, ich sehe die Amy Adams ja wahnsinnig gern. Die ist eine von meinen Lieblingsschauspielerinnen tatsächlich. Aber es tut mir wirklich weh, was für Filme die in letzter Zeit, in welchen Filmen die in letzter Zeit mitgespielt hat. Vom Desaster Tea Hill, Billy Allergy zum nächsten, nämlich Woman in the Window. Es tut mir einfach leid, aber ein Film, wo Amy Adams drin ist als Hauptdarstellerin, dem kann ich einfach nicht die niedrigste Punktezahl geben. Da ist immerhin da geht es dann immerhin auf einen Stern rauf von 5. Ja. Und die ganzen, das, was du ja auch hervorgehoben hast in deiner Kritik, die ganzen visuellen Effekte und so weiter waren ja auch nicht schlecht. Er schaut ja nicht schlecht aus, rein optisch. Ja. Nein, das kann man dem Film nicht absprechen. Ich finde, das ist. Ich hab mich besonders über das Set-Design gefreut, weil der Film spielt, und das kann man ja wohl an der Stelle verraten, spielt ja zum ganz, ganz großen Teil in diesem Haus, wo diese Dame drin wohnt. Und das ist durchaus schön umgesetzt sogar. Also das passt. Nur, also, und jetzt gehen wir in die Probleme. Ja? Ich finde nämlich wirklich, Amy Adams ist fein, aber alles andere ist, also verschenkt ist ein Hilfsausdruck, finde ich. Ist sie fein, though? Sie ist nicht immer fein in dem Film, leider. Und es tut mir so leid, aber ja. Ja, okay. Oft schließt sich der Gary Oldman halt nahtlos an, vor allem am Ende. Aber das ist eine Frechheit, was der da macht, gell? Ja. Aber Gary Oldman ist ja so, er ist ein wahnsinnig guter Schauspieler und ist absolut zu Recht da, wo er ist, aber er ist ein bisschen in den letzten Jahren auch zum Joe Wright der Schauspieler geworden, auch mit den Filmen, die er gemacht hat und wie er spielt. Ja, das muss man einfach ehrlich sagen. Schöne Allegorie. Der overacted ja nicht so selten eigentlich. Oder das heißt overacten? Es ist ja manchmal underacten. Keine Ahnung, wie man das nennt, aber in dem Film, das ist wirklich, ich will es nicht Frechheit nennen, weil er kann nichts dafür, wie sein Charakter geschrieben ist. Das ist ja auch so eine Sache. Man darf die Schauspieler dann nie komplett, das kann ihnen komplett vorwerfen, dass sie da eine schlechte Performance abliefern. Aber natürlich hätte Gary Oldman da auch noch mehr rausholen können. Aber sein Charakter war natürlich auch nicht sehr dankbar geschrieben, finde ich. Also generell muss ich, wenn man sich die Castliste anschaut, ja. Gell, sind das ja eigentlich alles A-Lister.
Du hast den Anthony Mackie, der zwar, muss ich sagen, die Szene ist tatsächlich eine der stärkeren im Film. True, ja. Wo er dann auftaucht und also auch wie das inszeniert ist und so mit Kameraführung. So, fein, kann man so machen. Jennifer Jason Leigh ist ein Oscar-Nominee, gell? Und die schaut einmal, glaube ich, oder zweimal in die Kamera und verschwindet ins Nichts. Sie sagt also Ansatz, sie sagt Ansatz, genau, in dem Film. Ja, also ich glaube, da zählt jetzt no offense, aber ich glaube, da hätte man deine Mama besitzen können, das wäre nicht schlechter gewesen. Wie kann man so eine gute Schauspielerin so underusen? Ich frage mich das nämlich öfter bei Filmen. Das ist nämlich nicht, Wahnsinn. Das ist ja öfter einmal der Fall. I don't get it. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Julian Moore genauso. Julian Moore ist genial in den 5 Minuten. Das ist nämlich mit der beste Part im Film. Oder genial ist vielleicht übertrieben. Aber sie macht ihren Job mit Abstand am besten, finde ich, vom Cast. Ich meine, Julian Moore ist eine der etabliertesten Schauspielerinnen die da draußen. Und dann ist sie 5 Minuten im Film und nämlich im ersten Drittel und dann hört man immer von ihr. Also stimmt. Vielleicht, stimmt. Ja, auch sicher, es ist der Handlung auch geschuldet, aber come on. Ja, ich nehme den Film vor allem etwas ein bisschen übel, muss ich ehrlich sagen. Mir fehlt total das Verständnis für die Figur. Diese Krankheit, die da angedeutet wird, weil mehr wie andeuten ist es im Grunde nicht. Ja? Man kriegt, also zumindest ich, ja, das ist wieder vielleicht subjektiv und so weiter, aber mir fehlt der Zugang. Warum ist sie so? Was kann das und wie ist das so? Das ist sicher filmisch nicht leicht umsetzbar und ich bin mir auch sicher, dass das im Buch besser rauskommt. Ich kann mir vorstellen, dass es im Buch da einzelne Kapitel gibt, wo man dann wirklich ins Seelenleben der Protagonistin reinschauen kann. Ja. Warum kann die jetzt da nicht rausgehen? Oder welche Assoziationen hat sie mit draußen? Oder welche Gefühle trägt sie in sich? Das kriegt nur der Film nicht, also für mich nicht einmal annähernd brauchbar hin, dass sie das irgendwo nachvollziehen kann. Null. Ich weiß nicht, ob es dir da anders gegangen ist, aber. Na, das habe ich auch schon von anderen Kritikerinnen und Kritikern gehört, dass wahrscheinlich ist das Buch ein Bestseller. Natürlich, weil es ein Thriller ist und die Geschichte sich auch nicht schon schlecht erzählt wird, aber unter anderem vielleicht auch, weil einfach die Krankheit, der jetzt nicht von so vielen gekannt wird, glaube ich, oder so präsent ist in unseren Köpfen, dass die halt relativ ausführlich und genau beschrieben und erzählt wird und daher die Charaktere auch ein bisschen zugänglicher macht, was der Film halt komplett verabsäumt. Es ist halt diese nicht vorhandene Nähe zu den Charakteren, auch zur Hauptdarstellerin, da kann Amy Adams machen, was sie will. Ja. Und das, ich würde sagen, dass mir der Film irgendwie tangiert hat, weil das hat er nicht und das ist ja auch nicht gut. Oder gar nicht, das ist das Schlimmste eigentlich. Da geht es mir ja gleich wie dir. Dir hat er ja auch nicht wirklich tangiert. Oder gar nicht eigentlich. Nein, mir hat er überhaupt nicht tangiert, vor allem weil er mir auch einfach zu beliebig ist. Er fährt dann zum Schluss ein Twist-Feuerwerk auf, das seinesgleichen sucht. Das kommt aus dem absoluten Nix. Das letzte Drittel ist eine Full-Katastrophe. Wirklich. Ja. Also, das hat mich sogar ein bisschen zornig gemacht. Nein, wirklich. Wie kann man so einen guten, wie kann ein Film so vielversprechend sein? Ich meine, sicher hat er eine schwierige Produktionsphase und alles gehabt. Aber wie kann ein Film so vielversprechend sein und dann so ovilan im letzten Jahr? Ja, ich weiß es nicht. Ich meine, der Film hat, so wie du richtig sagst, schwierige Produktionsgeschichte, Ich bin, vielleicht haben sie echt die alte Fassung darauf geladen auf Netflix, versehentlich. Keine Ahnung, weil das, ich versuche noch immer die Nachdrehs rauszufinden, die es da gegeben hat. Und die waren nicht so knapp. Weil die Testvorführungen waren was für eine Fassung haben denn die Leute dort sehen müssen? Das kann man ja fast nicht nachvollziehen. Also wie fürchterlich muss denn da die erste Fassung gewesen sein? Wenn das finale Produkt ist, wo man dann als Studio hergeht und sagt, das ist viel, viel besser. Das ist, yes. Da denke ich mir, okay. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich will vielleicht abschließend jetzt zu dem Film, weil ich will mich mit dem Film ehrlich gesagt auch nicht mehr zu lang und zu viel beschäftigen und drüber nachdenken. Gute Einstellung. Lieber Joe Wright, Joe Wright heißt er, ja? Nicht Edgar Wright. Ja. Das ist ein viel besserer Filmemacher. Genau. Ja, auf jeden Fall. Lieber Joe Wright, bitte missbrauch mein Lieblingsgenre, den Thriller, wo wir auch nachher noch drauf kommen, nimmer und mach einfach weiter deine Schnulzen wie Stolz und Vorurteil und damit hat sich's auch. Genau. Oscar-Bait ist deine Geschichte, macht es und passt. Deine Punktewertung der Vollständigkeit halber war?
Also es waren 1,5 Sterne auf Letterbox, was ungefähr 3,5 von 10 Punkten entspricht. Fair one. Ja. Fair one. Sehr gut, alles klar. Den zweiten Film werden wir streifen, gell? Weil den hast du, glaube ich, nicht gesehen. Oder hast du den gesehen? Nein, du hast ihn nicht gesehen. Dann streifen wir ihn ganz kurz, der Vollständigkeit halber. Die volle Review könnt ihr euch gerne auf unserer Homepage www.utss.at anschauen. Es ist da gegangen um Oxygen. Ebenso auf Netflix, das ist der neue Alexandre Aja-Film. Mhm. Ist übrigens auch so ein Name, der bei mir immer mehr Vorfreude auslöst, wenn ich ihn irgendwo sehe. Ganz interessant, der hat sich total gemausert. Ja, Hat absolut. Mit High Tension damals war der so ein Reiter dieser neuen französischen Welle, wo Horrorfilme rauskommen sind, die richtig, richtig hart waren. Ja, so wie Martyrs oder Frontiers oder so. Das wird jetzt nicht dein Thema sein wahrscheinlich, gell? Nicht so, aber ja, der Name sagt mir sogar was. Muss ich ja, sagen. Die sind schon wild, gell? Die sind schon wild, aber ich habe damals genau das richtige Alter gehabt. Und der hat damals mit High Tension an der schlechteren vorgelegt. Hat sich aber dann gemausert mit Hills of Ice Remake, mit Piranha, den ich absolut toll finde. Mhm. Wirklich cool. Das ist ein Trash-Film, der genau weiß, was er sein will. Und wirklich viel, viel Spaß macht. Und jetzt hat er vor zwei Jahren hat er Crawl gemacht. Mit Alligatoren, so ein Tierhorrorfilm. Mhm. In einem sehr beengten Space, was ihn mit Oxygen ein bisschen vereint. Und er wird wirklich inszenatorisch ein bisschen besser. Es ist nur schade, dass ihm das Drehbuch nur so bedingt hilft bei dem Film. Okay. Aber inszenatorisch kann das wirklich was. Genaue Reviews, bitte schaut euch, wie gesagt, unsere an. Ist auf jeden Fall, also ich würd den wirklich weiterempfehlen. Ich finde den wirklich cool. Okay. Der hat mir viel, viel Spaß gemacht. Er geht recht knackige Stunde 40 oder so. Cool. Wie gesagt, er hat ein bisschen ein Problem, ein ganz festes Problem im Drehbuch, auf das ich jetzt nicht näher eingehen will, aus Spoilergründen. Aber rein aus inszenatorischer Sicht würde ich auf jeden Fall sagen, sich das mal reinzuholen. Das ist auf jeden Fall spannend. Na cool. Würde ich sagen. Hol ihn nach. Bitte unbedingt und lass bitte wissen, wie du den findest. Würde mich echt interessieren. Übrigens, Oxygen spielt ja in einem Science-Fiction-Setting. Ja, das ist also ein bisschen eine Zukunftsvision oder wie auch immer, wie man das so vielleicht abstempeln möchte. Mhm. Ist das ein Genre, wo du dich zu Hause fühlst? Oder, weil ich habe nämlich auch sehr gute Freunde, die mit dem überhaupt nichts anfangen können. Gell? Mhm. Wo ich einen Filmtipp gebe und sage, ja, pass auf, das ist vielleicht jetzt ein bisschen nicht so realistisch vielleicht, dann vergiss es. Gib mir lieber was anderes. Ja, wie ist das bei dir? Ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht der durchschnittliche Filmegeher oder Kinogeher, der nur bestimmten Genres gegenüber offen ist. Ich bin tatsächlich allen Genres offen gegenüber und gebe allen Genres eine Chance. Natürlich bin ich bei ein paar, tatsächlich Science-Fiction ein bisschen skeptischer als zum Beispiel bei Thrillern. Weil Thriller ist mein absolutes Lieblingsgenre, was ich vorher eh schon gesagt habe. Ich liebe einfach intelligente Thriller, weil davon gibt es einfach auch viel zu wenige. Und wenn ich dann welche sehe, ist das einfach das ist das schönste Erlebnis überhaupt. aber so, weiß ich nicht. Ich bin zum Beispiel jemand, wenn ich mir einen Fantasy-Film anschaue, dann bin ich automatisch schon mal so, muss das jetzt sein? Habe ich jetzt wirklich so eine Vorfreude auf den? Aber wenn ich dann drüber nachdenke, dass Herr der Ringe meine Lieblingstrilogie und der letzte Teil einer meiner Lieblingsfilme ist, dann frage ich mich wieder, okay, warum noch immer diese Skepsis? Ich meine, natürlich kann man die anderen Fantasy-Filme nicht mit Herr der Ringe vergleichen, aber ja, da ist man einfach, man ist gewissen Genres gegenüber, das wird bei dir nicht anders sein, einfach ein bisschen voreingenommener als anderen. Ganz klar. Ganz klar. Ja, aber also wie gesagt, Thriller, Karre Nummer 1, gefolgt von Dramedy tatsächlich. Also die Kombi Drama-Comedy, wenn sie gelingt, ein Traum. Und dann tatsächlich Horror. Weil ein guter Horrorfilm, wovon es halt auch sehr wenige gibt, kann einen auch sehr aufwühlen. Bist du da dann eher im psychologischen Horror daheim oder schon auch im grafischen? Psychologisch. Das sind für mich die besseren, weil die ganzen Jumpscares funktionieren nicht mehr. Ja. Darfst du dann da auch mal ein bisschen, wie soll ich sagen, illustrativ in der Gewaltdarstellung werden? Fragezeichen.
Hobby an sich nichts dagegen. Ich meine, ja? So, ich mein, natürlich ist Quentin Tarantino jetzt kein Horrorregisseur, aber er spielt sich ja nur so mit Gewalt in seinen Filmen. Aber von dem würde ich irrsinnig gerne einen Horrorfilm sehen. Oh ja, ich hoffe ja noch immer, dass sein letzter Film jetzt, denn in ein paar Jahren oder wann er immer das sein wird, ein Horrorfilm wird oder zumindest in die Richtung geht. Ja, ich hätte ihn wahnsinnig gern. Das wäre super. Hätte ich wahnsinnig gern so einen Gruselfilm oder so, eine alte Schule. Oh ja, das wäre ein toller Abschluss. Das wäre fein. Ich bin prinzipiell kein gewaltempfindlicher Mensch, würde ich sagen, oder Verunglimpfer. Okay. Also ich sehe das sogar recht gern, muss ich sagen, weil das einfach, keine Ahnung, es ist einfach realistisch. Und ich mag es, wenn Filme realistisch sind in der Hinsicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ja, auf jeden Fall. Also, das klingt jetzt ganz, ganz fürchterlich. Gell? Aber nein, ich muss es auch sagen, ich bin dem, es kommt immer auf die Lust und Laune an, würde ich an der Stelle sagen. Also, ich brauche das jetzt nicht immer. Gell? Aber wenn es in das Genre reingeht, dann bin ich immer ein Mensch, der wenige Kompromisse macht. Also dann darf es dann schon anständig reingehen in diese Geschichte. Aber ich will nichts dagegen. Das passt ganz gut. Musicals gehen bei dir auch. Das ist ja immer das kontroverseste Genre. Das ist schwer. Ich meine, ich war ja früher in dem Bereich auch beruflich tätig, wenn es um Musik geht. Vielleicht auch deshalb, früher sicher mehr. Früher ist es leichter gegangen. Mittlerweile denke ich, ist mir mein eigener, das klingt total dumm, aber vielleicht ist mir mein eigener Anspruch ein bisschen im Weg im Moment, weil ich diese seichten Musicals nicht mehr mag. Ja. Ich mag aber, wenn ein Film mit Musik spielt und das cool macht, dann bin ich an Bord. Also wenn es beispielsweise jetzt ein Film ist, den ich vor kurzem auf Netflix Blinded by the Light gesehen habe, der mit der Musik von Bruce Springsteen spielt, gell? Da bin ich voll dabei. Ich freue mich auch zum Beispiel auf den, wie heißt der, hätte sollen letztes Jahr schon starten. Musical ist jetzt die Woche, glaube ich, im Kino in den USA gestartet. In die Heights. Freue mich auch schon, ja. Auf den freue ich mich wirklich, weil er hat cool ausgeschaut. Der erzählt eine eigene Story, der hat eine Idee dahinter. An der Stelle bin ich da. Was ich nicht mehr mag, ist diese seichten, à la, weiß ich nicht, diese schnulzigen, mit dem kann ich nichts mehr anfangen. Ich habe aber La La Land sehr cool gefunden, muss ich an der Stelle jetzt sagen, da haben wir uns ja sehr unterhalten daheim. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, unsere Liste zu overrated. Leider. da hat es mir kurz die Haare aufgestellt. Also, nein, ich finde den Film wirklich cool. Ja, ich finde den Film wirklich cool. Ich habe mich nur an der Liste habe ich mich nur darauf aufgehängt, 14 Oscar-Nominierungen. Das war mir einfach um einige zu viel. Okay. Aber finde ich gar nicht. Absolut zu Recht. So, jetzt haben wir unser erstes Disagreement. Das passt nicht ganz zum Thema jetzt. Das könnte man zu leidenschaftlich sogar werden. Aber da könnte man einen eigenen Podcast machen. Aber das ist, La La das ist das so einer deiner Filme des Jahrzehnts? 100%. Okay. Ich habe den Film beim ersten Mal, als ich ihn gesehen habe, habe ich mir gedacht, was schaue ich da? Da war ich vielleicht auch noch zu jung und habe das zu wenig appreciaten können. Ja. Dann habe ich letztes Jahr, glaube ich, im Autokino. Weil das war ja so die erste Lösung, bevor die Kinos wieder aufgesperrt haben, nach dem ersten Lockdown. Ja, habe ich mir La La Land dann zum zweiten Mal, für mich ist das noch immer das erste Mal, weil da habe ich so richtig mitbekommen. Und muss sagen, ich war hin und weg. Und ich habe ihn jetzt vor kurzem noch einmal im Fernsehen gesehen, im ORF. Und danach habe ich die... Ich kriege den Soundtrack einfach jedes Mal nicht aus den Ohren. Mhm. Muss ihn dann wieder am Klavier spielen. Jedes Mal kriegt mich der Film. Die Hauptdarstellerin und der Hauptdarsteller sind grandios. Es ist... Für mich passt einfach alles in dem Film. Und das ist einer der wenigen, weil ich bin keiner, der Filmen einfach so einmal 5 von 5 Sternen gibt. Und das ist einer davon. Super. Ja. Das ist doch fein. Das ist doch fein an der Stelle. Ich kann es ja total nachvollziehen. Ich kann es total verstehen. Das ist ja das Persönliche dann, einfach, wo es ein paar Nuancen einfach gibt.
du sprichst ja immer, wenn wir über Filme sprechen und über das, wie man sie wahrnimmt und wo man und mit wem, dann kommt bei dir immer die Mama daher, gell? ist die Mama für die, oder ist die Mama eigentlich bei dir unter Anführungszeichen dafür verantwortlich, dass du da reingestartet bist in das Filmthema, oder woher kommt das bei dir? Mir würde nichts anderes einfallen. Also ich meine, als Kind habe ich mir immer sehr gern die ganzen Animationsklassiker, Findet Nemo, Schreck, wie sie alle heißen, angeschaut und war davon immer mega weggefegt und total fasziniert. Das hat mich immer total gecatcht. Aber wirklich die ganzen Realfilme und Klassiker und wie sie alle heißen, darüber bin ich wirklich erst über die Mama gekommen. Und früher war es halt so, habe ich ja schon mal darüber mit dir geredet, glaube ich. Es war einfach, ich bin daneben gesessen am Sofa und habe halt einfach so das mitgeschaut. Dann zwischendurch immer wieder aufs Handy, weil ich vielleicht einmal gelangweilt war oder weil ich das halt auch nicht so 100% immer mitnehmen und auffassen wollte. Mittlerweile bin ich sogar so einer, der sich strikt dagegen weigert, außer bei zum Beispiel The Woman in the Window aufs Handy zu schauen, während ich einen Film schaue. Wenn es hoffnungslos ist, mache ich das sehr wohl. Aber na, die Mama war da auf jeden Fall Grund Nummer eins, warum ich jetzt wirklich vor anderthalb Jahren ungefähr auf das gekommen bin, beziehungsweise vor anderthalb Jahren war die Zeit von Joker und Parasite, darüber habe ich auch schon mal geredet. Ja. Und die Filme habe ich halt auch aufgrund von der, oder auf Mamas Empfehlung sozusagen, dann im Kino angeschaut. Und darüber, da waren halt die Oscars zu der Zeit. Und als dann Parasite gewonnen hat, war ich total in the game und bin seitdem. Ja. Okay. Ich bin halt auch einfach ein Mann für das Kompetitive ein bisschen, was so die Oscars und das alles mit sich bringen. Ich bin ein Sportfan, vielleicht ist das der Grund, keine Ahnung. Aber ja, same here. Also ich bin auch immer, das ist ganz interessant, ich bin für Rankings und so bin ich immer total zu haben. Das mag ich sehr gerne. Ich lieb das. Okay, nein, es ist aber, glaube ich, bei vielen Menschen so. Ich glaube, dieser persönliche Zugang, da brauchst du jemanden, der die da ein bisschen rein begleitet in das Thema, würde ich sagen. Also ich kenne tatsächlich recht wenige, die das von sich aus, das Interesse von sich aus irgendwo entwickeln. Da brauchst du meistens jemanden dabei. Bei mir war es, kann ich mich gut erinnern, damals eben angesprochen, Borg Lienz, im Alter von, zarten Alter von 14 Jahren, war es damals eine Lehrerin, die ich nicht einmal gehabt habe. Das war eine Professorin, die hatte in Deutsch gehabt. Und irgendwie über ein paar Umwege bin ich draufgekommen, dass die in ihrem Kasten, ja, in ihrem kleinen Spindabteil, eine DVD-Sammlung drinnen gehabt hat, die man als Schüler hat ausborgen können. Ich meine, das ist, gell, Videothek für, ich weiß schon, aber da hat es eben eine Liste gegeben, da so mit unter Anführungszeichen pädagogisch wertvollen Filmen. Ja. Ich meine, waren nicht alle so, ja, aber es hat einzelne gegeben. Und der hat man eben ausborgen können. Und irgendwann bin ich dann mit der Dame ein bisschen zum Ratschen gekommen. Ich glaube, da während einer Gangaufsicht oder einer Pause oder keine Ahnung. Weil ich habe sie eben nicht gehabt. Ja? Und haben wir gedacht, nein, das habe ich jetzt gesehen, zufällig. Oder der fragt, oder ich weiß es nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall war diese Dame wirklich eigentlich dafür verantwortlich, dass ich mich begonnen habe, mit Filmen auseinanderzusetzen. Weil diese Collection, die ich gehabt hat, war an Vielfalt fast nicht zu überbieten und irrsinnig spannend. Da waren so Filme dabei, zum Beispiel, ich hab dort, das darf man vielleicht gar nicht laut sagen, aber ich habe dann tatsächlich mit 14 Jahren das erste Mal von ihr, und so viel zu pädagogisch wertvoll, Alien war dabei, ja? Alien, Terminator, was war da noch drinnen, Der schmale Grat, alles so eine richtig, ja? Und also, das hat schon einiges bewirkt. Gell? Das hat einiges bewirkt in dem Sinn, dass ich mir die Filme zu Hause natürlich angeschaut habe. Meine Eltern waren immer dabei und wir dann auch echt immer ganz fest drüber diskutiert haben. Und auch wirklich über die. Meine Eltern sind jetzt nicht die größten Filmfreaks. Ja? Also von Technik und so weiter ist jetzt nicht das Oberverständnis vielleicht da, aber die Begeisterung dafür war da, immer. Und das war auf jeden Fall was, wo ich mich anhalten habe können, um das jetzt einmal so zu sagen. Ist bei dir so, hast du Filme
schaust du die aus technischen Standpunkten oder hast du damit angefangen, die aus technischen Standpunkten oder war es am Anfang einfach nur Entertainment? Erst einmal sehr coole Geschichte, Martin. Das ist nicht so eine fade wie meine Mama-Geschichte. Nein, nicht. Finde ich ja cool, dass die Lehrerin dir solche Filme zur Verfügung stellt. Boah, also, das war aber viel Überzeugungsarbeit, glaub mir. Das ja, war viel Überzeugungsarbeit. Ich habe mein allerliebstes Lachen aufsetzen müssen. Weil den Terminator, ganz interessant, Alien hat es ihm auch sofort gegeben, gell? Aber beim Terminator hat er Spaß aufgehört. Das habe ich noch nicht ganz verstanden, wie ich ihn gesehen habe. Mhm. Spannend. Spannend, ja. zu deiner Frage, am Anfang, also zumindest als Kind, war es halt, klar, natürlich nur Entertainment, ja. Weil was bringen Animationsfilme sonst mit sich? Das ist klar, nein, als Kind ist klar, aber jetzt, meine ich, wo du dich ein bisschen mehr damit beschäftigst, ja. Logischerweise. Ich finde, ein Film muss nicht immer unterhalten, tatsächlich. Ich bin der Meinung, dass ein Film, das Thema, was ein Film anspricht, soll immer im Fokus stehen und im Mittelpunkt. Auch wenn es wieder typisch Hollywood woke ist und so, dann ist es wieder eine andere Geschichte. Aber wenn es zum Beispiel ein Film wie Sound of Metal zum Beispiel ist, auf Amazon Prime, wo es um den Gehörlosen geht. Ja. Das ist ein Thema, mit dem ich mich persönlich einfach noch nie auseinandergesetzt habe oder mit dem ich noch nie konfrontiert war bis zum Zeitpunkt. Und ich habe nach dem Film zum Beispiel wahnsinnige Lust gehabt oder irgendwie das Verlangen gehabt, Zeichensprache zu lernen. Mhm. Und solche Sachen sind das, was sind da meistens die ausschlaggebenden Gründe oder die Faktoren, warum mich Filme so mittlerweile einfach so inspirieren und faszinieren, dass ich einfach über gewisse Themen dann Bescheid weiß, wo ich vorher nie gedacht hätte, dass ich jemals mit denen dann halt konfrontiert bin oder auf die stoß. Und ein Film kann einfach so viel Wucht auf einen auflösen, vom Thema her, das er anspricht, aber auch natürlich von den ganzen Effekten etc. sofort, auch ein Marvel-Film kann eine Wucht haben. Aber ich finde wirklich, erst in einem Film verliebt man sich oder in einem Film steigert man sich hinein, wenn einfach das Thema oder die Message stimmt. Zumindest ist es bei mir so. Mhm. Ja, das ist sicher ein Teil davon, ganz sicher. Ist es auch schon einmal passiert, dass du in einem Film drin gesessen bist, wo du dann gesagt hast, naja, eigentlich, gell, ist Fahrt oder so, oder vielleicht jetzt nicht, aber wow, das schaut gut aus. Mhm. Ist ja wurscht, ja, ja. Drucke durch. Star Wars, der letzte Teil. Ich bin im Film, ich bin im Kinosaal, ich bin im Kinosaal eingeschlafen. 10 Minuten. Wow. Ja. Okay. Ja, ja. Also, boah, das habe ich noch nie gehört von jemandem, dass er eingeschlafen ist. Ich habe eher nur gehört, dass man sich sehr geärgert hat. Aber nein, eingeschlafen? Ich habe die Story einfach so. In der gesamten letzten Trilogie sozusagen war die Story um die, wie heißt sie? Die Rey einfach, die hat mich überhaupt nicht angesprochen. Ich glaube, so geht es den meisten. Das ist auch der Hauptkritikpunkt an den Filmen. Ja, gar nichts gegen die Schauspielerin, gar nichts dagegen, dass eine weibliche Figur im Mittelpunkt steht. Dafür bin ich ja total eigentlich. Es ist schade um alle Charaktere. Es ist schade um den Poe Dameron. Es ist schade um den mir fallen sogar schon die Rollennamen. Es ist grauenhaft. Wie heißt der, der vom John Boyega gespielt hat? Ah, Mike. Warte, das schaue ich aber noch. Ich glaube. Das schaue ich aber noch. Hast du Mike? Ich glaube Mike. Du glaubst Mike? Ich schaue gleich nach. Ja, auf jeden Fall, das habe ich eigentlich so gehört, immer wieder mal. Naja. Das gibt es auch, ja. Obwohl ich eigentlich ein Star Wars Fan bin. Finn, ich bin wirklich ein Star Wars. Ich bin wirklich ein Star Wars Fan. Wie heißt der? Okay. Finn. Der Finn. Ah, Finn, genau. Sorry. Genau. Ja. So, Blade Runner 2049 hat das letzte Mal, wie wir gesprochen haben, so auch ein bisschen Stirnrunzeln, glaube ich, ausgelöst bei dir. Ist der bei dir nicht gelandet? Hat das echt? Weiß ich nicht. Zumindest war es so virtuell ein bisschen wahrnehmbar. Oha, okay. Habe ich da was falsch verstanden? Nein, es vielleicht war einfach, weil wie schon der ursprüngliche oder der originale Blade Runner, so wirklich der unterhaltsamste Film ist es ja nicht. Oder die unterhaltsamsten Filme sind es ja nicht von der Action. Jetzt die nicht. Passiert. Also, unter Blockbuster fährt er nicht. Nein, eben. Das ist richtig. Aber halt vom Status, den er hat, wieder schon unter einem der größten oder größeren Filme, die es halt so gibt in der Kinogeschichte, fallen. Und das auch absolut zu Recht mit den ganzen philosophischen und futuristischen Sachen, die er beinhaltet. Da ist er einfach einzigartig. So muss Science Fiction einfach sein, gell? Ja. Das ist genau meine Art von... Kinobesuch. Du hast ja gesagt,
Eben, weil Blade Runner 2049 zum Beispiel ist ja so ein Film, der kehrt auf die große Leinwand. Das ist vollkommen klar. Der ist ja einfach zu Hause nicht. Ich habe es probiert, aber der fährt zu Hause einfach nicht so. Der braucht die Wucht auch für den Sound und so. War der erste Kinobesuch? Ich glaube, da haben wir schon einmal drüber geredet. War das tatsächlich Joker? Nein, also Kinobesuch? Nein. Ja. Das war ja, Joker ist ja zwei Jahre her. Ja, eben. Was war der erste? Mein erster, das ist eine gute Frage. In Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich mir tatsächlich erkundigt bei meiner Family, weil natürlich waren Family-Kinobesuche Standard früher. Ich glaube, also meine Schwester hat gemeint Bibi Blocksberg, aber das kann ich mir echt nicht vorstellen. Oder ich will's mir nicht vorstellen. Yes! Sehr gut. Ich rede mir ein, dass es Findet Nemo war. Heute mein Lieblingsanimationsfilm. Oh, wahrscheinlich eher allein aus dem Grund. Oh, das wäre aber ein schöner Einstand. Das wäre ein schöner Einstand ins Kinoerlebnis. Ja. Findet Nemo. Okay, dann warst du, war es bei dir auch ein Pixar? Na, bei mir war es ja Disney, bei mir war es Herkules. Ah, okay, war spannend. Mhm. Ja, boah, das war einfach, weißt du, sowas, was einfach irgendwo ins Kino gehört. Klar, das war mein erster, an den ich mich zumindest ganz bewusst erinnern kann. Es kann sein, dass er vorher schon mal einer war, aber ja. An den kann ich mich ganz, ganz bewusst erinnern. Das weiß ich noch ganz genau, weil auch vor mir damals in der Reihe, damals waren die Kinos noch nicht so super ausgestattet, zumindest nicht in Wolfsberg, wo ich ihn damals war. Und genau vor mir ist damals ein 2 Meter, weiß nicht, 63 Mann gesessen. dementsprechend habe ich in gewissen Szenen, also wenn dann so diese Hydra, glaube ich, heißt die mit den mehreren Köpfen da. Ja. Das war dann immer so ein Links- und Rechts gehen mit dem Kopf, dass man da ja schon vorbeisieht und dass man. Ja, aber das weiß ich noch. Nicht. Wer kennt's nicht? Das weiß ich noch. Ganz genau, kann ich mir gerne erinnern. Übrigens was, wo ich mich direkt freue, dass Disney den noch einmal macht. Das, echt? Echt? Ja, okay. Auf den freue ich mich. Oha. Auf den freue ich mich wirklich. Weil wir haben noch keinen guten Herkules. So ist es für mich einfach. Und der ist, also wenn sie das hinkriegen, dass den Entertainment-Faktor, den der Animationsfilm hat, ein bisschen kanalisieren können, dann erwartet uns da, glaube ich, ganz was Cooles. Ja. Da bin ich dabei. Mit Vorsicht genießen, weil Disney immer. Ist jetzt nicht unbedingt auf der größten Erfolgswelle unterwegs, was die Remakes betrifft. Ja. Aber wenn ich gehört habe, dass Cruella mit der Emma Stone und der Emma Thompson sehr gut sein soll, sogar. Oder tatsächlich nicht schlecht. Ja. Ich bin gespannt. Bin ich gespannt. Auf den freue ich mich wirklich schon, muss ich sagen. Auf den freust du die? Ja, oder freuen. Ich suche die Emma Stone immer sehr gerne. Ja, ich mag sie auch. Aber auf den. Nein, okay. Das ist halt eine Frau, die Hundebabys tötet. Ich weiß jetzt nicht, ob ich brauche da keine Harley Quinn-Story um sie. Aber ich weiß es nicht. Mal schauen. Schauen wir uns den mal an und dann reden wir. Vielleicht ist es unfair. Hoffentlich ist es unfair. Jetzt werden wir noch ganz schnell etwas machen, was, weil ich habe da nämlich unsere Shownotes vor uns alles, glaube ich, kriegen wir nämlich heute nicht unter. Wir werden mal bloß auf die Zeit schauen. Aber etwas möchte ich trotzdem noch ganz schnell drüber kriegen, nämlich besitzt du eine DVD-Sammlung? Bist du ein Mensch, der physische Medien noch wertschätzt oder bist du schon, ich meine aufgrund deines Alters vielleicht, bist du schon Generation Streaming und On Demand? Nope, ich bin Millennial. Nope. Nein. Nein, ich habe tatsächlich eine Blu-ray-Sammlung oder Sammlung. Das sind halt, keine Ahnung, 20, 30 DVDs vielleicht. Oder Discs, also nicht allzu viele. Aber da ist sogar Stolz und Vorurteil dabei. Angeschaut habe ich mir eben noch nicht, aber er ist dabei. Also ich will auf jeden Fall meine Blu-ray-Sammlung erweitern. Das taugt mir eigentlich ziemlich, weil man es dann einfach immer hat. Und der ist ja, Blu-rays halten ja ewig. Also viel länger als DVDs zum Beispiel. Viel länger. Mhm. Deswegen würde ich das schon dann auch noch weiter sammeln. Aber es ist halt der finanzielle Faktor erstens. Ja. Der mich sich, vor allem bei mir steht der halt noch ein bisschen im Weg, weil ich jetzt halt noch kein fixes Einkommen habe. Mhm. Und der ökologische Fußabdruck ist halt auch, vergrößert sich halt auch schon das irgendwie deutlich dadurch. Aber das ist jetzt nicht der Hauptgrund. Es ist eher, es ist
zu 80% ist es der finanzielle Faktor, wie du dir vorstellen kannst. Okay. Wie ist es bei dir? Ich habe eine Riesensammlung daheim. Ich muss wirklich mir an der Stelle mal outen. Muss ich aber fairerweise dazu sagen, sehr, sehr früh begonnen mit dem Sammeln. Ich habe meine Blu-ray, beziehungsweise damals noch DVD-Sammlung, eigentlich begonnen, wie ich 12 Jahre alt war. Aha. Eigentlich. Da habe ich schon so ein bisschen angefangen, so da und da und da. Ja, das war damals, wir haben das angefangen mit logischerweise Disney-Filmen und mit so Sachen. Damals muss ich aber allerdings sagen, ich bin noch in einer Generation aufgewachsen, wo man noch Videokassetten hatte. Und ja, es ist schwer zu, wirklich, gell? Das ist noch nicht so lange her, man möchte es fast nicht glauben, aber Herr der Ringe zum Beispiel. Ja, wir haben auch noch welche gehabt. Ja, der erste Herr der Ringe, den habe ich noch auf Videokassette besessen tatsächlich. Boah. Aber das ist einfach inflationär gewachsen. Das ist inflationär gewachsen. Ich habe also viel, viel mehr. Viel zu viel an der Stelle, muss ich wirklich sagen. Und jetzt kommen wir dann schon langsam dann in die Zeit, wo ich dann starten muss, damit meine DVDs, zumindest meine älteren DVDs, zu digitalisieren, weil ich ein bisschen Schiss habe, dass mir die jetzt nach der Reihe abtreten werden. Mhm. Das wird jetzt sicher so ab in den nächsten 5 Jahren einmal irgendwann Thema werden. Auf das freue ich mich so halb. Das ist ja echt viel zu viel. Aber ich bin total stolz drauf, weil das ist einfach was, ich habe das auch einfach gerne in der Hand. Das ist ein super Gefühl, wenn ich durch meine Sammlung so durch und das schaumelt. Den haben wir, den schauen wir uns jetzt an. Und es ist einfach schon ganz andere, du hast eine ganz andere Beziehung dazu. Das habe ich über die Jahre einfach immer mehr schätzen gelernt, muss ich sagen. Darf ich dir was fragen? Darf ich dir mal einen Tipp bitten? Weil ich tue mir ein bisschen schwer, wie ich an die Blu-rays zubekomme oder wie Blu-rays finde oder DVDs, whatever, die mir wirklich zusagen. Ich meine, was bist du für eine Art Sammler? Bist du jemand, der sich Blu-rays kauft von Filmen, die er schon gesehen hat und daher und sehr mögen hat oder auch Filme, die du noch nicht gesehen hast und zum ersten Mal dann erst schaust? Das war früher mit der Kategorisierung, muss ich ehrlich sagen. Früher war das etwas inflationärer. Da hat es immer wieder mal so einfach Aktionen gegeben, Sammelaktionen, gell, das kennen wir ja heute so von gewissen Web-Store-Händlern, ja, für irgendwie. Das war früher so. Muss ich sagen, jetzt in den letzten, kann man durchaus sagen, 4 bis 5 Jahren, habe ich mich eigentlich darauf spezialisiert, einfach meine Sammlung insofern zu ergänzen mit Filmen, die ich großartig finde. Wo ich einfach sage, die möchte ich einfach haben. Aha. Da geht es jetzt nicht darum, dass irgendeine Sammlung vollständig ist. Zum Beispiel, wenn ich sage, ich möchte einfach alle, sagen wir ein Regisseur, ist ja egal, alle Nolan-Filme beispielsweise, ja, dann holt man nicht. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Jetzt ist es wirklich so, dass ich mir nur mehr die hole, wo ich mir sage, die habe ich vielleicht schon mal im Kino gesehen oder irgendwo anders mitbekommen, aber die interessieren mich. Und ich habe früher auch sehr gerne Filme gesammelt, die ist recht schwer zu kriegen waren. Sondereditionen, gern einmal den einen oder anderen indizierten Streifen. Ja, weil es gibt ja, man, das wäre ja fast eine Idee, vielleicht einmal für ein Special. Es gibt ja Filme, wo man die Indizierungen so eigentlich so semi verstehen kann, die vielleicht am deutschsprachigen Markt recht schwer zu kriegen sind, aber in Österreich eben schon, weil man sie kriegen kann. Ja. Das war eigentlich früher so der Antrieb. Okay. Gewisse Dinge einfach zu kriegen und mal schauen. Na, sehr cool. Ist viel zu inflationär, mittlerweile ist viel zu groß. Brauchst du nicht schämen, ich finde das mega. Ey, was ich liebe ich lieb Steelbooks vor allem. Und ich bin da vielleicht ein bisschen zu wählerisch, aber ich liebe ja die ganzen, Steelbooks kennst du wahrscheinlich. Ja, natürlich, freilich. Ja. Und ich bin kein Fan ich muss immer die optisch fancy, die haben, die optisch halt fancy sind. Deswegen habe ich mir zum Beispiel einen Gladiator auf eBay, der von außen einfach, das Cover schaut so geil aus und ich habe das einfach haben müssen und deswegen habe ich es mir auf eBay dann einfach ersteigert. Nice. Guter Preis? Ja, es war nicht einmal 10 Euro, glaube ich. Boah, ja, okay. Also sehr guter Preis. Cool. Die sind ja dann nicht so billig. Deswegen, ja.
Super schön. Na, aber es sind mittlerweile echt schon viel. Also kannst du so deine 20, boah, hängt zwei Nullen dran. Oha, okay. Bist gut dabei. Ja. Bist gut dabei. Cool. Jo, also große Sammlung. Ich mag das total gern. Ich mag das physische Medium. Ich brenne dafür. Jetzt haben wir da noch einen Punkt. Den werden wir noch ganz schnell streifen, weil das doch was ist, wo wir ein bisschen persönlich sein können, an der Stelle. Ich habe da hingeschrieben, wie schauen wir Filme? Gell? Ärgern wir uns? Sind wir emotional beim Filme schauen? Ich glaube, das können wir beantworten mit ja. Also ich für meinen Teil auf jeden Fall. Ja. Ja. Jetzt ist natürlich die nächste Frage schon aufgelegt, gell? Weil du ja viele Filme mit deiner Mama schaust. Schämt man sich der Tränen? Also meine Mama rät bei jedem zweiten Film. Sehr gut. Sie hat sogar gerät, als sie unseren ersten Podcast gehört hat. Weil, ja, sie ist ja blöd. Liebe Grüße. Weißt du warum? Weil ich gesagt habe, dass ich gerne allein ins Kino gehe und sie auch am liebsten allein ins Kino geht. Aber nein, habe ich sehr rührend gefunden auf jeden Fall. Deswegen muss ich da ein bisschen das stärkere Glied sein. Aber es ist doch fein, oder? Wenn dann irgendwas eine traurige, emotionale Szene kommt, dann kommt da so der Blick nach links, wohl die Mama bleibt, ah, darf ich auch, fein. Ja, nein, das ist auf jeden Fall so. Aber ich weine generell sehr wenig und bei Filmen habe ich, glaube ich, auch das letzte Mal bei The Father, bei der Schlussszene, sind mir die Tränen in den Augen gestanden und sonst wirklich die Tränen ausgebrochen bin ich, glaube ich, gar noch nie. Oh. Ja, vielleicht bin ich so Severin Kaltherz-Trinkel, aber es kann nur sein. Aber ich finde ja andere Emotionen, deswegen. Ja, eben, und das, auf das bin ich jetzt total gespannt, weil da gehen wir in unser Ranking, gell? Ja. Wir haben ja gesagt, jede Woche Top 3. Unsere emotionalsten Reaktionen dieses Mal haben wir uns ausgesucht. Auf Filme. Das heißt, welche Reaktionen haben wir gefunden, wo man sagt, da kann ich mich distinktiv erinnern, wie das oder das oder das passiert ist, habe ich eine emotionale Reaktion gezeigt, die ich von mir in der Art und Weise nicht gekannt habe. Und da bin ich sehr gespannt, welche Reaktionen du jetzt, wenn du sagst, du weinst recht selten, weil ich darf sagen, meine Top 3, es wird ein bisschen fad. Ja, also ich bin nämlich ein sehr emotionaler Filmschauer und ich schäme mich meiner Tränen nicht. Gell? Brauchst du nicht. Nein, warum sollte ich es auch? Deswegen bin ich jetzt gespannt. Dein Platz 3? Ich würde sogar sagen, dass meine Top 3 Fahrt sind, weil ich bin irgendwie im Vergleich zu dir, Stinky, was die Emotionalität betrifft, ziemlich ab. Aber ich habe das in drei Emotionsstadien sozusagen gegliedert. Okay. So, deswegen würde ich gleich mit Nummer 1 beginnen, weil ich habe das nicht unbedingt gerankt, sondern einfach 1, 2, 3 quer durchs Beet. Okay, fein. Nummer 1, Emotion Nummer 1, Wucht. Ein Film, der eine wahnsinnige Wucht auf mich erzeugt hat und wo ich noch Tage später absolut aufgewühlt war und mein Magen nicht nachgeben hat wollen von den Magenkrämpfen, die dadurch entstanden sind und alles weitere. Der Film, der mir ein bisschen Nerven gekostet hat, war Joker. Habe ich schon oft genug angesprochen. Ja. Die Schlussszene, wo der Joaquin Phoenix auf dem Taxi oder auf dem Polizeiauto oben steht, wo er dann die Grimasse schneidet sozusagen, das hat mich komplett gecatcht und gekriegt. Also hat der die wirklich physisch angegriffen? Ja, total. Auch nur Tage später. Und das war so der Beginn von meinem Film-Dasein. Also oder von ich meiner darf dir an der Stelle verraten, da bist du nicht der Einzige. Also jetzt war es nicht bei mir, war es nicht so, aber ich kann mich gut erinnern an das damalige Screening bei uns im Kino. Es war die Premiere und ich habe noch nie, also ich habe schon manchmal so gewisse Reaktionen gekriegt. Ja, von Kinopublikum beim Rausgehen oder wenn viele Leute einfach sitzen bleiben und einfach mal lang nichts gesagt wird. Gell? Aber ich habe es noch nie erlebt, dass ich rausgegangen bin aus dem Kino und die Leute geweint haben da draußen. Die sind sich in den Armen gelegen und haben hemmungslos geheult. Ja? Das habe ich noch nie gesehen. Geil, mega geil. Das habe ich noch nie gesehen beim Film. Na super. Das war irre. Also die waren wirklich, die haben, also teilweise Pärchen haben da die Nähe gesucht zueinander. Das war sensationell. Also irre. Okay, sehr schöne Wahl. Machen wir gleich weiter mit dir. Was ist denn der Nummer 2? Okay, dann führe ich die Liste gleich zu Ende. Nummer 2, Emotion Nummer 2 ist Faszination, Inspiration. Das wäre Parasite, mein Lieblingsfilm.
der Dekade oder vielleicht sogar aller Zeiten, ehrlich gesagt. Mhm. Der Film hat so viele Facetten aufdeckt, Genre, die Genrewechsel, das ist für mich Kino at its best, Cinema at its best. Dadurch habe ich auch für mich beschlossen, dass ich eines Tages selber einmal einen Film machen will oder einfach für die große Leinwand schreiben will. Ich will einfach die Geschichte, die der Film erzählt, ist für mich noch immer einzigartig und unangefochten, und das hat mich einfach sehr inspiriert. Und das war der Film habe ich nach Joker gesehen. Joker war so die mit der Wucht halt und der Entertainment-Faktor auch ein bisschen. Da war das mit dem mit dem Cineasten-Dasein und allem noch nicht so da oder präsent. Mit Parasite hat es dann wirklich begonnen, dass ich mich da komplett eingesteigert habe und angefangen habe, mich in meiner Freizeit mit fast nichts anderem mehr zu beschäftigen, als mit dem Thema Film, Kino, Inszenierung, wie du willst. Ja. Okay, cool. Deine dritte Emotion? Sorry, ich rede zu ausschweifend. Nein, das passt gut. Das Emotion ist, Nummer 3 ist ein bisschen unkonventionell, würde ich sagen. Nämlich habe ich den Film nicht einmal im Kino gesehen, aber es ist einfach das Letzte, an was ich mich so erinnern kann, ein bisschen. Ja. Nämlich Promising Young Woman, weil der Film war ein Schlag in die Magengrube. Und nach dem Film war ich wirklich bass. total schockiert vom Twist und vom Turn. Man kann davon halten, was man will, aber was so die wie Männer teilweise mit Frauen umgehen, das ist in dem Film, glaube ich, gar nicht so unrealistisch und unnahbar dargestellt. Das stimmt und schon ganz gut, ja. Der Film hat mich einfach sehr wütend gemacht, ja. Ja, mit Recht, weil ich bin eigentlich, ich meine, jetzt noch nicht so lang, dass wir uns so filmisch kennenlernen, aber ich bin ein großer Gegner von Plakativismus, gell? Ich mag das überhaupt nicht, und der Film ist genau das Gegenteil. Der hat das für mich auch sehr, sehr intelligent heimgebracht, das, was er machen will. Und da bin ich auch, also ich war auch ziemlich erstaunt, war ich dann nach dem Film. Ich habe gedacht, boah, es ist schon intelligent. Es ist fies eigentlich fast ein bisschen. Das ist fast ein bisschen fies. Meine drei, also ich habe mir gedacht, beim Zusammenschreiben, natürlich könnte man jetzt das ganze Ranking nur mit meiner voll traurigen Emotionen füllen, ist aber Fahrt, machen wir nicht. Das gibt sicher mal ein eigenes Special irgendwie. Ich habe mir rausgesucht, zornig. Ich kann mich erinnern an einen Film, wo ich wirklich, wirklich zornig war. Und zwar mitten im Film, weil eine Handlungsentwicklung für mich nicht gepasst hat. Ich bin normal keiner, der dann irgendwann sagt, ach Gott, ich schau mal das fertig und dann denke ich nach. Nur das war damals ein Film, wo ich mir echt gedacht habe, so, eigentlich kannst du jetzt abschalten und wurscht. Das war Hancock damals. Okay. Ist ein Film mit Will Smith, wo er einen Drunk Superhero spielt. Und ich weiß nicht, kennst du den Film oder hast du von dem Film schon mal was gehört? Bin gerade ein bisschen, bin ich sehr gespannt, was du jetzt noch sagst. Ich werde jetzt natürlich den Twist nicht spoilern, ja. Aber der Film nimmt einen Turn, bin ich heute noch komplett fasziniert, wer das für eine gute Idee gehalten hat. Also das, ich war visibly angry. Also wirklich, wirklich zornig. Ich habe mir echt gedacht, Alter, es ist jetzt aber nicht euer Ernst. Das Konzept so nehmt es jetzt. Okay, das war mein Angry. Dann eben diese Geschichte, die ich schon vorher gesagt habe, dass man rausgeht aus dem Kino und absolute Stille empfindet, nicht nur hört, sondern auch empfindet, war bei 12 Years a Slave im Kino, so bei mir. Ich bin damals nach dem Abspann, die kompletten Credits, das sind 5,5 Minuten, es ist keiner aufgestanden, es war mucksmeißelstill, bis zum Auto, wir sind rausgegangen aus dem Saal. Es hat kein Mensch irgendwas geredet. Das war irre, einfach. Es war absolut irre. Das kann man sich schwer vorstellen, wenn man nicht dort war. Das einfach einmal komplett. Und das Kino war damals gut gefüllt. Der Saal war recht gut gefüllt. Mhm. Aber es hat kein Mensch nur ein Wort rausgebracht. Boah. Sensationell. Verstehe aber. Der Film hat es auch fast in meine Top 3 geschafft, tatsächlich. Ja. Mhm. Und das Letzte, und das möchte ich trotzdem ganz schnell reinkriegen, natürlich eine ganz, ganz traurige Emotion, wo ich wirklich hemmungslos zu Hause, also mehrere Minuten lang, mich nicht mehr beruhigt habe, war bei Alles steht Kopf, Inside Out, und zwar die Szene mit dem Ping-Pong.
Und hast du den Film schon mal gesehen? Ja. Ja. Die Szene mit Bing Bong und der zugehörige Satz mit To the Moon und so. Ui, das hat mich erwischt. Also wirklich ganz, ganz fest. Das ist ganz sicher so, dass es auch aufgrund meines Alters wahrscheinlich genau das Richtige war zu einem Zeitpunkt, dass man sich mit gewissem Alter einfach mit anderen Sachen auseinandersetzen muss und das nicht kommen sieht. Und das hat mich kalt erwischt. Das Ja, war glaube da, glaube da. grauenhaft. Grauenhaft. Das weiß ich noch ganz diskutiert. So, Ah, also cool, super. grundsätzliche Emotionen kehren zum Film dazu. Also an euch da draußen, die ihr diesen Filmpodcast anhört, es ist auch okay zu weinen bei Filmen und sich zu ärgern und frustriert zu sein und sich zu freuen und zu lachen und wie auch immer. Da gibt es ganz viele Diskussionen, die wir in der Hinsicht noch haben werden. Ganz sicher sogar. An der Stelle, Sebi, gibt es noch was zu ergänzen von deiner Seite aus? Martin, ich verarbeite gerade noch deine Top 3 und deine Emotionen, die du dabei empfunden hast. Das hat mich nämlich selber gerade ein bisschen gecatcht. Sorry. Na, kein Stress. Ist ja cool, ist ja cool. Ist ja absolut in Ordnung. Na, und auf die zukünftigen Diskussionen freue ich mich auch schon sehr. Ja, same hier. An der Stelle, liebe Leute, danke, dass ihr dabei wart. Cinema Paradiso, Episode 2, somit im Kasten. Und wir freuen uns irrsinnig auf die nächste, die ihr in 2 Wochen, genau in 14 Tagen, auf dieser Stelle wieder hören könnt. Auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf YouTube, überall dort, wo es Podcasts gibt. An der Stelle, danke fürs Zuhören, danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße. Ciao, ciao. Macht es gut. Baba.